bei Conny Canarias. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich muss mich jetzt erstmal bedanken für die 4000 Abonnenten. Das ist echt super. Vielen, vielen lieben Dank an euch alle, denn ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich hoffe, ihr habt natürlich weiterhin Spaß an meinen Videos. Natürlich nicht nur hier von der Insel, sondern auch mal, wenn wir unterwegs sind. So, ich nehme euch mal ein Stückchen mit. Unser Himmel heute ist ein bisschen graublau. Aber gut, das muss auch mal sein. Und in den Bergen hängt ganz schön was drin, kann man richtig gut erkennen. Vielleicht kommen da ja ein paar Tröpfchen runter, denn dort brauchen wir ja den Regen. Ganz, ganz wichtig hier für die Insel. Denn die Stauseen, die liegen bei 6%. Und den letzten Regen, den wir hatten, der hat also überhaupt nicht dazu beigetragen, dass die Stauseen sich ein bisschen gefüllt hätten. Also Resultat gleich null. Hier gegenüber vom Casino, das Casino hier in Meloneras. Wer also gerne zockt, hier seid ihr natürlich willkommen. Und hier drüben das Hotel Costa Meloneras. Und wir gehen mal hier eine Runde durch das Zentrum. Das ist der Boulevard Oasis, so heißt dieses Einkaufszentrum hier. Für alle Neuzugänge hier, weil es gibt ja immer noch Leute, die hier die Insel nicht kennen. Und dieses große Gebäude hier hinten dran, das ist das Hotel Baobab von Lopesan. Ja, hier in dieser Ecke wird natürlich Shoppen groß geschrieben, klar. Wir kommen ja gerade aus dem Shoppingparadies Hongkong und Singapur. Ja, was es dort natürlich gibt an Einkaufszentren, das ist ja der absolute Wahnsinn. Natürlich auch Juweliere, denn die möchten ihre Steinchen ja auch an den Mann bringen. Hier vorne haben wir das Bandera, gibt es auch schon länger. Tapas bekommt ihr dort. Und dann hier natürlich verschiedene Restaurants. Ja, und bei so einem Wetter sind die Leute natürlich unterwegs. Ist nicht unbedingt Strandwetter, aber gut, es gibt auch Leute, denen macht das nichts aus, wenn es bewölkt ist. Ja, hier ist schön dekoriert, würde ich sagen. Grün, das macht immer was hin. Und da oben im ersten Stock haben wir den Thailänder, den Savadi. Natürlich auch hier eine Apotheke. Kleiner Supermarkt, der Eingang ist von der anderen Seite. Jetzt gehen wir gerade da vorne mal um die Ecke rum. Hier oben, das ist auch noch der Thailänder. Ist alles schön beleuchtet, schön bunt, wie das so in Thailand üblich ist. Hier drüben den großen Busbahnhof.
Und ich schaue jetzt mal aufs Thermometer. Das Thermometer sagt 25 Grad. Naja, ich glaube, es sind eher 23. Denke ich mal, von meinem Gefühl her. Weil 25 wäre ein bisschen wärmer. So, von hier fahren ja die Busse überall hin. Und das funktioniert auch alles gut. Also solltet ihr Bus fahren wollen, das funktioniert ohne Probleme. Hier könnt ihr Räder mieten. Free Motion. Oder auch mal was reparieren lassen. Also die sind für ihre gute Arbeit eigentlich bekannt. So, hier ist der Eingang vom Supermarkt. Nicht ganz billig, aber wenn man mal schnell was braucht, dann bekommt man das. So, jetzt bin ich hier gerade eine Runde gelaufen und ich gehe jetzt auch zu meinem Auto. Das steht nämlich hier unten in der Tiefgarage, denn parken, das ist hier so eine Sache. Und wenn ihr hier auf diesen gelb markierten Flächen parkt, das kostet 200 Euro. Wenn ihr es gleich bezahlt, wird die Hälfte reduziert, also 100 Euro für Falschparken. Also gleich bezahlen, das heißt die nächsten 14 Tage. Wenn ihr natürlich das mit eurem Mietwagen macht und der Strafzettel kommt dann erst später, der wird zugeschickt, dann zahlt ihr natürlich die komplette Summe, das heißt in diesem Fall wären das dann 200. Dann kommt noch die Bearbeitungsgebühr von der Autofirma dazu. Also das kostet dann richtig Geld. Da könnt ihr dann mal ganz schnell mit 250 Euro rechnen. Also immer aufpassen mit dem Parken, weil das ist nicht ohne hier. Und auch zu schnell fahren, wenn ihr geblitzt werdet. Die Strafen, die sind hier um einiges höher als im Rest von Europa. Also Deutschland, Österreich. Bei den restlichen Ländern kenne ich mich mit den Strafen nicht so aus. Aber hier also falsch parken, 200 Euro, das ist schon eine gute Stange Geld. Und auch wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, am Zebrastreifen muss man absteigen, wenn man den überquert. Immer dran denken. Denn solltet ihr angefahren werden, dann habt ihr die gleiche Schuld wie der Autofahrer. Also Zebrastreifen im Fahrrad überqueren, absteigen. So, und ich mache jetzt auch Schluss hier. Ich gehe jetzt runter in die Tiefgarage, hole mein Auto und sage dann Tschüss, bis bald.